Und nach einer kleinen Pause geht es jetzt endlich mit den Naruto-Analysen weiter. Jetzt sind wir ja schon bei Arc 2, Shippuden, und machen halt weiter mit Chapter 245 bis 247. Chapter 245, Narutos Heimkehr. Naruto ist jetzt 2,5 Jahre mit Jiraiya unterwegs gewesen und hat halt trainiert. Jetzt kehrt er wieder zurück. Zuerst sieht man ihn nicht, man sieht halt nur so die Füße und so und liest so ein bisschen was halt, also so ein paar Sprechblasen hat man da. Und dann läuft Naruto halt nach oben auf so einem Wasserturm, schaut sich Konoha an und ruft dann, dass er wieder zurück ist und dass alles genauso aussieht wie früher. Dass auch das Felsenporträt von Tsunade noch da wäre, was ich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich sehen wir es jetzt zum ersten Mal, weil im ersten Arc-Abschnitt war es im Manga noch nicht fertig, beziehungsweise man hat es einfach nicht gesehen. Wobei, ich meine, es war auch noch nicht fertig. Dann trifft er auf Kakashi. Natürlich sieht Naruto erstmal auch anders aus. Vorher war er ja natürlich noch ein bisschen kleiner, jetzt ist er größer, so von 1,45 Meter war das, glaube ich, ungefähr. Ist er jetzt so 1,66 Meter, war es, glaube ich, groß. Und ja, er trägt jetzt natürlich nicht mehr so eine orangene Jacke mit Blau, sondern er hat natürlich jetzt eine schwarz-orangene Jacke und das Schwarz ist auch ein bisschen mehr da, das fand ich ganz cool. Allerdings irgendwie immer noch dieselbe Hose, die ist halt nur nicht so umgekrempelt. Und dann hat er natürlich auch ein Stirnband, das war dann auch nicht mehr in Blau, sondern auch in Schwarz, genauso die Schuhe. Also alles, was vorher blau war, wurde quasi gesehen schwarz. Und das Stirnband ist natürlich auch ziemlich lang und seine Haare wurden dann an den Seiten auch ein bisschen länger. Fand ich damals im ersten Moment nicht ganz so cool, weil es war schon so ein Sprung und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so von Naruto zu Shippuden. Aber im Nachhinein finde ich eigentlich das zweite Outfit schon deutlich cooler als das erste, aber das ist natürlich Geschmackssache. Könnt ihr mir aber schreiben, welchen Naruto ihr cooler findet oder ob ihr beide gleich cool findet. Er hat dann halt Kakashi gesehen. Kakashi sieht natürlich aus wie immer und er hat ihm dann auch das neueste Buch der Flirt-Serie gegeben, was Jiraiya nicht so toll fand, weil immerhin ist es ja noch gar nicht im Druck erschienen und so. Ja, und dann war auch eigentlich nur, dass die beiden sich ein bisschen unterhalten hatten, Jiraiya und Kakashi. Naruto lief dann da so ein bisschen rum. Tsunade meinte dann eben auch zu Sakura, dass ja Naruto wieder da wäre. Und dann trifft natürlich auch Naruto auf Sakura. Und ja, auch Sakura sieht anders aus. Im Endeffekt ist es eigentlich auch immer noch fast dasselbe, was sie so anhat. Nur man könnte halt sagen, schon ein bisschen, ja, karatemäßiger, also so ein bisschen offener und so. Ich fand das ehrlich gesagt schon cooler und ich finde es auch noch ein bisschen cooler, weil das andere wirkte wirklich einfach recht kindlich und auch die Stiefel und so, das sieht schon recht cool aus. Naja, und dann tauchte Konohamaru auf und der wollte dann natürlich rumalbern, weil er hat natürlich sexy no Jutsu gemacht, ist ja klar. Und daraufhin meinte Naruto, dass er kein Kind mehr sei und so alles und dass auch Konohamaru langsam anfangen sollte, erwachsener zu werden. Und dann ist Sakura natürlich total von ihm begeistert und meint, oh, du bist ja nicht nur körperlich erwachsener geworden, sondern auch innerlich. Und dann sagt er, so ein simples Jutsu bringt gar nichts und er müsse ein besseres haben und so. Und daraufhin schlägt sie ihn, natürlich wieder ziemlich heftig, sodass er sogar bluten tut und dann packt sie ihn auch und sagt halt, ja, du hast dich gar nicht weiterentwickelt, du Blödmann und so alles. Ja, und Tsunade meint dann eben, jetzt ist aber genug und dass sie sich langsam eben um das Wesentliche kümmern sollen und das Chapter endet dann damit, dass Kakashi halt sagt, dass sie eben wieder gegeneinander antreten sollen und wieder die Glöckchenprüfung machen sollen. Im Endeffekt, ich finde es okay, dass wir Naruto nicht gleich auf den ersten Seiten sehen. Ich finde es auch okay, dass wir ihn und Sakura anders sehen, auch Konohamaru. Ehrlich gesagt sieht er auch viel erwachsener und cooler aus. Vorher fand ich den einfach nur so kleiner, frecher Junge halt und jetzt sieht er ein bisschen besser aus. Jetzt so, ich weiß nicht, humormäßig, naja gut, ich sag mal so, wegen Naruto, dass er erst Konohamaru belehren will und dann sagt, ja, so eine simple Kunst bringt nichts, das ist schon noch ein bisschen amüsant, aber halt typisch schon Serie. Dass Sakura wieder so durchdreht, finde ich dagegen überhaupt nicht lustig und so alles, also das finde ich übertrieben. Jiraiya und Tsunade haben dann natürlich auch erkannt, dass Naruto Jiraiya ähnlicher geworden ist und Sakura Tsunade ähnlicher geworden ist. Wobei ich sagen muss, Sakura hat Naruto auch vorher schon immer angemeckert und geschlagen, wenn es nicht anders ging. Und Naruto ist auch nicht so extrem pervers wie Jiraiya, also ein paar Unterschiede sind da schon noch. Und das mit dem Glöckchentraining ist ja irgendwie typisch, aber ich finde, das ist okay, damit man sich natürlich nochmal an früher erinnert und auch so ein paar Resonanzen hat und von daher ist das Chapter halt okay. Weiter geht es mit Chapter 246, die Entwicklung der beiden Ninja. Die drei sind halt zum Trainingsplatz gegangen und erinnern sich so ein bisschen an früher und dass ja auch Satsuki zum Team gehörte. Daraufhin werden Naruto und Sakura so ein bisschen Depri. Kakashi erkennt, dass er wohl Satsuki nicht vor den beiden erwähnen darf. Das soll wohl lustig wirken. Ich finde es jetzt nicht wirklich lustig. Aber dann sind sie halt bereit dazu und Naruto bindet sein Stirnband, Sakura zieht die Handschuhe an und Kakashi sagt auch, dass er konzentrierter wohl diesmal kämpfen muss und zeigt auch schon gleich sein Sharingan. Naruto beginnt halt und wirft halt ein paar Schuriken, beziehungsweise Wurfmesser,
keine Schuriken. Und ja, Kakashi kann ausweichen, wirft ein paar zurück. Naruto würde eigentlich getroffen werden, nutzt aber Kagebunshin no Jutsu und kann dann eben mit dem Kagebunshin sich selbst halt wegziehen. Daraufhin erkennt Sakura dann halt auch, dass er seine Kagebunshin viel geschickter einsetzt als früher. Und ja, er verwandelt dann sein Kagebunshin in ein Shuriken und will Kakashi von hinten angreifen. Und ja, daraufhin meint zwar Kakashi, dass er große Fortschritte gemacht hat und so, aber dass er genauso ungeduldig ist wie früher, weil er hat ja schließlich noch kein Startsignal gegeben. Dann wird dann auch das Bild von früher, wo er ihn gepackt hat, eingeblendet. Und ja, Kakashi löst sich dann eben auf. Sakura schaut sich dann so ein bisschen um. Ja, wo er denn sein könnte, denkt, dass er wahrscheinlich unter der Erde ist, schlägt auf den Boden, daraufhin wird der Boden halt natürlich so zerstört, gespalten und man sieht Kakashi. Naruto erkennt, dass Sakura ziemlich stark geworden ist und meint, dass er vor ihr nie wieder Blödsinn machen will, was eigentlich ziemlich lächerlich ist, weil das noch mehrmals vorkommt, dass er Blödsinn macht und sie ihn daraufhin auch schlagen tut. Naja, allzu viel sehen wir dann nicht mehr. Die beiden überlegen dann eben, das ist dann auch schon Nacht geworden und sie überlegen, was seine Schwäche sein könnte und so. Und da kommt Naruto dann eben auf eine Idee und er erzählt das Sakura, das erfahren wir noch nicht, aber ein paar Seiten später dann schon. Sie springen auf Kakashi zu, der denkt natürlich, hä, was machen die denn? Sind die denn blöd, dass sie einfach so auf mich zukommen? Und dann will natürlich Naruto sagen, was das Ende von Flirt-Taktik ist. Und ja, Kakashi hält sich dann die Ohren zu, aber er weiß, Mist, mit dem Sharingan kann er auch die Lippen ablesen, also muss er sich auch die Augen halt schließen. Und daraufhin können die beiden jeweils ein Glöckchen bekommen. Zugegeben, allzu spannend war es jetzt nicht, wobei ich sagen muss, das, was man von Naruto gesehen hatte und auch Sakura Stärke war schon beeindruckend und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, weil Kakashi wäre wahrscheinlich den beiden zu dem Zeitpunkt immer noch überlegen, durch das Sharingan halt und da fand ich die Idee von Naruto wirklich nicht schlecht und da es ja nur ein kleiner Prüfungskampf war, fand ich das auch in Ordnung und ich finde, es ist ein sehr nettes Chapter halt. Im Anime muss ich sagen, also anders als das normale Naruto habe ich den Anime schon ein bisschen mehr geguckt gehabt und da habe ich auch viel mehr auf DVD. Da fand ich diese Kämpfe mit dem Glöckchen, das war so lang gezogen, so derbe lang und das fand ich echt scheiße, ehrlich gesagt. Was mir aber im Anime gut gefallen hatte, anders als im Manga, da haben Tsunade, Shizune und Jiraiya auch zugeguckt und das finde ich irgendwie logisch, weil die wollen ja schließlich auch sehen, wie ihre Schüler sich gemacht haben, denke ich mal. Könnt ihr mir natürlich schreiben, was ihr dazu sagt, ob euch die Anime-Variante da besser gefällt, dass die zugucken oder Manga-Variante, dass es besser ist, dass sie nicht zugucken, weil es überflüssig ist. Kommen wir noch zu Chapter 247, Eindringlinge in Sunagakure. Nachdem wir in den anderen zwei Chaptern halt wieder so ein bisschen Nostalgie hatten und ein bisschen Humor und Witz und so, merkt man jetzt natürlich anhand des Kapitelnamens, dass hier jetzt irgendwie schon etwas passiert und eine Bedrohung kommt. Naruto, Sakura und Kakashi unterhalten sich so ein bisschen und sie meinen, dass sie stärker geworden sind und dann wollen sie auch essen gehen, aber Kakashi muss erstmal weg. Daraufhin fragt Naruto, ob er und Sakura essen gehen und sie natürlich nur wenn du mich einlädst. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen unfreundlich, gerade dadurch, dass sie sich ja vorher gefreut hat, dass er wieder da ist und sie ja eigentlich Freunde sind, da kann man ja auch mal essen gehen und ich denke mal, ist doch klar, wenn er außerhalb des Dorfes war, wie soll er denn da überhaupt Geld bekommen haben? Da ist doch klar, dass er Geld ausgegeben hat, inklusive Jiraiya, der sein Geld wahrscheinlich auch mit ausgegeben hat und Sakura, die ja immer noch im Dorf war und Missionen angenommen hat, wird wohl mehr Geld haben. Da könnte sie doch so nett sein und den hungernden Naruto mal einladen, aber nein, natürlich nicht. Dann treffen sie auf Shikamaru und Temari. Natürlich glaubt Naruto sofort, dass die beiden ein Date hätten, aber die meinen nein, der ist nicht mein Typ und so alles. Ja, und dann unterhalten die sich so ein bisschen und Shikamaru meint auch, dass Naruto jetzt weniger dumm aussehen würde. Was Shikamaru angeht, der sieht eigentlich aus wie eh und je, der ist nur ein bisschen größer und trägt halt einfach die normalen Shunin-Klamotten, die man dann eben auch von Asuma und Kakashi und so kennt. Aber das ist halt typisch, nur eben das Stirnband, das ist halt weiterhin an seinem Arm. Temari trug dagegen komplett was anderes, so ein Kimono, ich fand das auch irgendwie ein bisschen hübscher aus als das letzte, was wir so in normalen Naruto gesehen hatten. Naja, dann erwähnen sie so ein bisschen was wegen der Schulenprüfung. Deswegen ist Temari ja da, weil sie und Shikamaru das gemeinsam vorbereiten. Und er fragt dann eben auch, wann er denn diese Prüfung hinter sich bringen möchte. Also Shikamaru fragt Naruto und dass er der Einzige aus dem Jahrgang sei, der eben noch nicht Shunin ist. Naruto ist natürlich erstmal geschockt und meint, wie, Sakura, du bist dann Shunin oder was? Und daraufhin sagt dann eben Shikamaru, dass Neji, Kankuro und eben auch Temari schon Jonin sind. Und Naruto fragt natürlich auch, was jetzt mit Gaara ist, was klar ist. An der Stelle finde ich es übrigens auch ein bisschen unlogisch,
in normalen Naruto, also im ersten Arc, da ist das ja so gewesen, dass Shikamaru als einziger Shonen geworden ist. So, und aus den Schriften des Shah wissen wir, dass alle anderen mit 14 Jahren Shonen geworden sind. Außer natürlich Naruto und Sasuke, die sind ja niemals Shonen geworden und trotzdem super toll, ist klar. Und das finde ich ein bisschen unlogisch, ehrlich gesagt, wie sie alle gleichzeitig Shonen werden können. Und dann wird Neji tatsächlich als einziger sogar Yonen und Kankuro und Temari auch. Also ich weiß nicht, Shonen werden sie gleichzeitig und Yonen gibt es kaum welche. Und es hat ja nicht mal irgendwer in Shippuden geschafft, noch Yonen zu werden. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen seltsam. Naja, Gaara unterhält sich dann natürlich erst einmal so mit dem, mit dem Rat in Sunagakure, kann man so sagen. Ich finde es aber auch gut, dass das jetzt nicht nur so wie in Konohagakure ist. Ich bin der Hokage und habe da meine zwei Berater, sondern dass das schon, also der Kasekage plus 9 weitere sind. Also wir erfahren, dass Gaara halt der Kasekage ist. Daraufhin erzählt dann Jiraiya Kakashi eben auch, dass Akatsuki jetzt aktiv geworden ist und so. Aber sie haben keine Ahnung, warum jetzt und was ihr Ziel ist, das wissen sie halt auch nicht. Ja, und der eine, der halt Jura heißt, da sieht man sofort, dass der manipuliert wird und dann sieht man auch gleich zwei neue von Akatsuki, Deidara und Sasori natürlich. Und ja, man erfährt die Namen auch schon so ein bisschen und die kommen dann eben nach Sunagakure. Dann wurden alle Leute umgebracht und sie sind dort eben eingedrungen, weil dieser Jura hat halt diesen Weg, der da bewacht wird, der konnte die halt alle umbringen. Finde ich an der Stelle auch komisch, wie schafft es ein einziger Sunagakure, den ja diese... keine Ahnung, gefühlt 10 Leute, die da Wache standen, vielleicht auch 20 umzunieten. Also das verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz. Und ja, Deidara erschafft dann so einen Vogel, eben aus seinem Leben, und will dann in Sunagakure eindringen. Mehr fahren wir an der Stelle eben noch nicht. Ich muss aber sagen, zwei neue Akatsuki zu sehen, fand ich ganz gut, wobei ich Deidara persönlich nicht mag. Also ich finde, er ist irgendwie zu überbewertet. Sasori dagegen, da konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich was sagen. Zu Deidara zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht, also später dazu mehr. Was ich aber komisch finde, ist es nicht zufällig, dass jetzt erst, wo Naruto wieder zurückkommt, dass Akatsuki aktiv wird und versucht, sich den Ichibi zu schnappen? Ich meine, ja, wir wissen, also später in einigen Chaptern wissen wir, dass sie schon zwei andere Jinchuriki haben. Und ja, auf jeden Fall wird das halt der Siebenschwänzige gewesen sein, also der Käfer halt, also Fu. Das ist auch in den Filler-Folgen, wo die Schulenprüfung stattfand, wenn man das als Kanon ansieht. Denke ich aber schon, dass das logisch ist und ich weiß jetzt nicht, wen sie wohl noch. Ich glaube, Hahn würde ich tippen, weil man von denen gar nichts gesehen hatte, also der eben mit Gobi. Aber ich glaube, Fu war auch aus demselben Dorf, aus dem Kakuzu eigentlich kam. Takigakure müsste das sein, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, wenn korrigiert mich. Das würde dann Sinn machen, weil Kakuzu ist ja schon ziemlich stark. Da macht es nur Sinn, dass ihr wüsste, wer denn da irgendwie der Jinchuriki war und deswegen, klar, zwei haben sie schon, aber mal ehrlich, Akatsuki gibt es schon so lange und auch schon so lange, dass Obito die Fäden dahinter gezogen hat und dann haben sie es erst geschafft, zwei Jinchuriki zu bekommen und den Ichibi, der ja mit am leichtesten ist und wo sie schon lange wissen müssten, dass der in Gaara ist, den holen sie sich jetzt erst? Ich meine... ich kann ja verstehen, dass man erstmal herausfinden muss, in welchem Dorf überhaupt ein Jinchuriki ist und wer der Jinchuriki ist. Das kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen. Ich hätte auch verstehen können, weil zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, dass alle Bijus in einem Jinchuriki sind oder nicht. Dass vielleicht ein paar Bijus auch irgendwo frei herumlaufen. Klar, das muss man in Erfahrung bringen. Man muss die richtigen Leute haben, das ist richtig. Aber ehrlich, 2,5 Jahre brauchen die nur, um nach Sunagakure zu kommen und um Gaara zu kriegen. Also das halte ich doch für ein bisschen unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gerade weil der Ichibi doch eigentlich der einfachste sein sollte, nehme ich ja mal an. Anders als die anderen. Also könnt ihr mir ja schreiben, was ihr dazu sagt, ob ihr das logisch findet oder unlogisch. Also ich finde es halt blöd. Ich hätte es logischer gefunden, wenn sie zumindest schon, sagen wir mal, 4 oder 5 Bijus gehabt hätten. Dann hätte ich das irgendwo nachvollziehen können, dass sie jetzt vielleicht sich erst Gaara schnappen, weil so 4 oder 5 zu finden und zu besiegen, das ist schon noch was anderes. Aber nur 2 in der Zeit, wie die existieren, das ist dann sehr unlogisch, weil es musste ja schon seit Naruto ja geboren ist, also 16 Jahre plus muss es Akatsuki schon geben, seit Obito da halt eigentlich herrscht. Naja, von daher finde ich dieses Chapter ehrlich gesagt ein bisschen bedenklich, fragwürdig und komisch, dass das so zufällig passiert und wie gesagt, dass dieser Jura alle 10 oder 20 Wachen ausschalten kann, finde ich auch irgendwo unlogisch. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt.